Ja, hallo, hier ist wieder Thorsten von Weiß nichts Welt. Und heute mal zum Thema Eigenbau-PV. Ist ja ein interessantes, spannendes Thema. Was gibt es da zu beachten? Worauf kommt es an? Gut, ich habe ja mal irgendwann gesagt, dass ich im Kern erstmal drei PV-Anlagen hier plane. Eine ist hier auf dem Dach, eine kommt aufs Hausdach. Die beiden werden wohl auch vom Installateur eingebaut. Aber ich will ja auch noch eine Eigenbauanlage machen und so ein bisschen was habe ich mir dann auch schon mal dazu einfallen lassen. Und heute möchte ich das Thema mal ein bisschen behandeln. Was ist wichtig bei der Eigenbau-PV? Gut, wir rechnen ja alle und die Installateure geben einem Angebote und dann liest man die so und dann stehen da Module drauf, wo du sagst, naja, die will ich eigentlich gar nicht haben und die kosten auch verdammt viel Geld. Und dann steht da ein Wechselrichter drauf und dann gucken wir mal so beim Amazon oder eBay und dann kostet der da 500 oder 800 Euro weniger. Und ja, gut, und 2 Meter Kabel 50 Euro kann auch irgendwie nicht sein. Naja, gut, also insgesamt, wir wissen, dass Installateure auch an Teilen Geld verdienen und vielleicht auch Geld verdienen müssen. Sie weiß auch gar nicht, wie die Einkaufspreise von Installateuren gegenüber Online-Großhändlern oder eBay-Großhändlern sind. Das liegt natürlich auch an Mengen, die da verkauft werden. Aber man kann halt Geld sparen, wenn man was selber aufs Dach baut. Das ist einfach so. Ist auch klar, ist auch eine Handwerksleistung dabei. Ich hätte, wenn ich diese Anlage selber gebaut hätte, auch 2000 Euro Rabatt bekommen für den Aufbau aufs Dach. Habe ich aus Garantiegründen nicht gemacht. Ich habe das auch in irgendeinem Video mal erklärt. Warum? Man könnte jetzt, man muss auch vielleicht bei Eigenbau ein bisschen... differenzieren. Also Eigenbau ist ja auch, wenn ich jetzt sage, ich mache nur ein Teil selber. Also jetzt könnte man zum Beispiel, gerade bei PV-Anlagen, das bietet sich an, wenn man jetzt ein bisschen handwerklich geschickt ist, zu sagen, ich gehe auf mein Dach und ich mache die Schienen darauf. Weil ein ganz großer Teil der Arbeit, wenn man sowas installiert, ist das Ausflexen von Dachpfannen, ausschleifen und diese Halter schön vernünftig an die Sparren schrauben und dann die Schienen darauf zu schrauben. Also es ist eine ziemliche Arbeit. Ich habe das auch schon mal bei einem Bekannten mitgemacht und weiß, was das für eine... ich habe es nicht gesagt. Aber es ist schon nicht schön. Und man muss dann auch eine Akkuflex mindestens haben, weil sonst muss man mit jeder Dachpfanne nach unten oder mit der Flex auf dem Dach, dann fällt die Flex runter, das Kabel, es ist irre. Und wie gesagt, also das ist eine Menge Arbeit. Aber wenn man die selber macht, kann man da schon ganz gutes Geld sparen. Also das Module rauflegen, das kann man dann ja schon sagen, wenn man sich das nicht so zutraut. Weil dann geht es nämlich auch in die Garantieproblematik. Wenn Module raufgelegt werden, müssen die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden und. Und da kann es sein, wenn da hinterher Ärger kommt, dass auch die Garantie plötzlich irgendwie versagt wird. Also muss man drüber nachdenken. Aber dann nimmt man ja noch meistens die ganzen Teile vom Installateur und installiert dann nur das, was der dann anliefert. Oder baut dann diese Schienen auf das Dach und schraubt das alles schön fest. Der Installateur kommt, baut die Module drauf und kann man dann verhandeln, wie viel Rabatt man bekommt, wenn man das selber macht. Sollten 1000 aber über sein, vielleicht auch 1,5, je nachdem, wie groß das Dach und wie kompliziert das alles ist mit den Schienen. Gut, aber wir wollen ja auch vielleicht sagen, wir bauen eine ganze Anlage selber. Und das ist das Allerwichtigste, bevor ihr anfangt, irgendwas zu bestellen im Internet. Und es ist wirklich wichtig, ihr müsst vorher einen Installateur gefunden haben, der euch das anschließt und anmeldet. Ich erlebe das jetzt immer wieder, im PV-Forum gibt es immer wieder solche Fälle, es erreichen mich auch Anfragen per E-Mail, dass es wirklich Anlagen gibt, die auf Dächern montiert sind, wo also fachlich wirklich versierte Menschen sich ihre Anlage selber aufs Dach gebaut haben, sogar den Wechselrichter selber installiert haben, sogar das Kabel zum Zählerkasten selber verlegt haben, natürlich den Zählerkasten nicht aufrüsten konnten, weil sie gar nicht wussten, was sie reinbauen müssen, aber sie haben es dann sogar teilweise angeschlossen. Aber die Anlagen sind nicht abgenommen, die Anlagen dürfen nicht einspeisen und wenn man sie dann zeitweise anmacht, gut, aber das ist es nicht. Also die Anlage muss dann auch schon richtig angemeldet werden und der Zählerkasten muss schon auf die neue THB, also technischen Anschlussbedingungen, umgerüstet werden. Und das ist ein Drama. Also und da wollen wir heute mal so drüber sprechen, weil das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt. Bevor ihr irgendwas bestellt,
such den Installateur. Der Installateur muss vom Netzbetreiber zugelassen sein. Das sind aber die meisten, also Elektro-Großbetriebe, die meisten sind vom Installateur zugelassen für Zählerarbeiten und Anschlussarbeiten. Also das ist nicht das Problem. Aber ihr müsst ihn vorher finden, der muss das ja mitmachen. Und wenn einer nun so noch nie eine Solaranlage angemeldet hat, ist vielleicht die Frage, ob er das überhaupt machen will. Aber gut, im Moment ist es dafür sogar eine ganz gute Zeit, weil einige Installateure darüber nachdenken, mit Photovoltaik auch wieder anzufangen, weil die haben das früher teilweise gemacht, haben jetzt viele Jahre nichts gemacht und jetzt gibt es einen kleinen Mini-Boom. Und dann kommen Anfragen und wenn immer viele Anfragen kommen, dann überlegen die natürlich vielleicht selber mal wieder anzufangen. Und da könnt ihr vielleicht, wenn ihr Glück habt, jemanden finden, der das überlegt und sagt sich, naja, ich mal so testweise mal diesen ganzen Durchlauf mit dem Versorger machen und dafür selber nichts aufs Dach bauen müssen und so, ist ja auch nett. Es gibt auch, ihr könnt auch bei Solateuren fragen. Also es gibt sicherlich auch Solateure, die sagen, naja, wenn du uns diesen und diesen Teil der Arbeiten machen lässt, dann schließen wir dir das andere an. Also sagen wir mal, ich baue die Module selber rauf und baue die Schienen selber rauf, mache das alles selber fertig. Aber der Installateur kommt, zieht seine Kabel von den Modulen runter, baut seinen Wechselrichter an oder. Also das kann man ja auch in Stufen machen. Man muss ja nicht alles selber machen. Aber wie gesagt, es gibt eben Leute, die können sogar alles selber. Das ist ja auch ganz toll. Ihr braucht aber, wie gesagt, immer den Installateur. Und da müsst ihr euch vorher mit unterhalten und genau mit dem reden, was er akzeptabel findet, wo er das, was er noch mitmacht. Es gibt sicherlich auch Solateure, die sagen, du, bau dir das alles selber hin, leg uns das Kabel dahin, wir schließen dir das an, aber du musst bitte alles bei uns kaufen. Kann auch sein. Das müsst ihr dann rechnen, ob sich das dann noch lohnt. Vielleicht kriegt ihr dann noch ein bisschen Rabatt, kann auch sein. Aber das ist also so, das ist so ein Kernpunkt, der größte Fehler überhaupt. Und da wollte ich heute eigentlich mal so ein bisschen drüber gesprochen haben. Dass also, wie gesagt, das ein großes Thema ist. Und dann ist die Sache, naja, im stillen Kämmerlein sitzen und sich das selber alles so ausdenken, ist immer schön. Ich empfehle wirklich jedem, der so eine Anlage selber aufs Dach bauen will und sagen wir mal, nicht der Obercrack ist, es gibt ja auch Obercracks, dass er vielleicht mal ins PV-Forum geht, sein Dach da rein vorstellt und mal eben sagt, was er da machen will, also wie er die Module legen will, wie er die Strings verschalten will. Gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten und. Und dass man das da mal eben ordentlich ausbreitet, um von den Fachleuten, und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Fachleute, das mal einmal beurteilt zu haben, weil, auch da haben wir schon Erfahrungen gemacht, dass dann Anlagen gar nicht so richtig funktioniert haben, weil in einem String dann 11 Module waren und das dann doch für den Wechselrichter nicht gereicht hat. Und also ihr müsst das auch ein bisschen abstimmen. Also der Wechselrichter hat eine Betriebsspannung, die er erreichen muss. Vorher macht der gar nichts. Und wenn ihr dann zu wenig Module im String habt, dann läuft der nicht richtig und so. Das ist auch eine Problematik, nicht? Und wenn ihr Optimierer habt und dergleichen, dann gibt es Überspannung, Unterspannung. Es gibt so viele Sachen zu beachten. Die Jungs im Photovoltaikforum haben dafür ein Händchen und die haben das auch im Kopf und im Blick. Und wenn ihr da was reinschreibt, was Quatsch ist, dann schreiben die das sofort zurück und sagen euch mal, stopp, so geht das nicht. Und das ist also auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und ansonsten, ja, dann wünsche ich euch frohes Montieren. Ne? Also macht das alles klar, ne? Redet mit eurem Installateur, versucht da was rauszuhandeln oder zu schachern, wie ihr das hinkriegt. Und dann, wenn ihr selber so eine Anlage bauen wollt oder baut und fertig kriegt, ja, euch links, ihr könnt mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, mir gerne dann mal ein kleines Filmchen dazu machen, wie das denn aufgebaut ist und wie ihr das gemacht habt. Und vielleicht auch, ihr müsst ja nicht selber im Bild sein, also ihr könnt das auch nur filmen und dann sagen, was ihr gemacht habt oder welchen Teil ihr gemacht habt. Wie gesagt, also selbst wenn ihr eine Anlage habt, wo ihr gesagt habt, da habe ich jetzt nur die Schienen gemacht oder so, oder ich will das machen, dann filmt das doch ruhig mal, wie ihr das macht. Und ja, schickt mir das Video, wäre schön, aber wir können das irgendwie hinkriegen, dass ihr mir das Video rüber schickt oder ich das irgendwie kriege. Und dann stelle ich das gerne auch mal vor. Wäre ja mal ganz witzige Geschichte, hier mal so ein paar Anlagen von Selbstbauern vorzustellen.
Ne, also wie gesagt, die Selbstbauer, die eine kleine Anlage bauen, eine Inselanlage oder dergleichen, die schicken, können das bitte auch filmen und die schicken das bitte dem YouTuber Lars. Der mag nämlich immer ja gerne diese Selbstbauvideos von kleinen Anlagen. Also ich habe da nichts gegen. Ich habe nichts gegen solche Selbstbauvideos. Ich finde das auch schön, wenn jemand eine kleine Inselanlage sich auf sein Gartenhäuschen baut. Gar keine Frage. Es ist aber nicht mein Thema. Mein Thema sind große PV, größere PV-Anlagen bzw. EEG-Anlagen. Und bei dem Thema möchte ich auch erstmal bleiben. Und für das andere haben wir den Lars. Der kümmert sich da gerne drum. Der macht auch gerne die Filmchen. Und er kriegt wohl von meiner Anlage nachher auch noch einen Film. Wollte er gerne haben. Soll er auch gerne haben. Aber naja, also wir versuchen ja immer mit den Kanälen so ein bisschen auch zusammen zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Ich bin ja noch ganz klein, aber naja, so ein bisschen möchte man sich ja gegenseitig auch unterstützen und die möchten mich unterstützen, ich möchte die unterstützen. Also wie gesagt, wenn ihr kleine Filme habt, also eine Inselanlage, ein Balkonkraftwerk, irgendwas Kleines, was nicht so gigantisch ist, also Balkonkraftwerk könnt ihr auch zu Felix von Money for Future schicken. Und Inselanlagen und dergleichen immer zum YouTuber Lars und EEG-Anlagen zu mir. Und dann werden wir mal sehen, was wir davon veröffentlichen. Wie gesagt, ihr braucht nicht im Bild zu sein. Ein kleines Video, was für ein Wechselrichter, was für Module das sind, wie groß die Anlage ist, wie lange ihr dafür gebraucht habt, nicht? Der Installateur sich gut angestellt hat, nicht gut angestellt hat, wie das Stromunternehmen oder der Versorger darauf reagiert hat. Das wäre halt auch geil. Also ich würde es gut finden. So, und wenn ihr nichts verpassen wollt auf diesem Kanal, dann bitte abonnieren und die Glocke drücken. Und hier kommt doch irgendwo gleich so ein Wimpel oder ist schon. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao.